Herr Meidinger, was haben Sie gehört? Uns ist eigentlich hier in Bonn noch gar nicht klar, was denn die Kultusminister jetzt beschlossen haben. Werden die Schulen jetzt in der nächsten Woche weiter geschlossen bleiben oder wie sieht's aus? Was haben Sie gehört? Also ich glaube, das verbindet uns. Man wird aus diesem heutigen Beschluss der Kultusministerkonferenz natürlich nicht schlau. Was wir sehen ist, dass die Kultusministerkonferenz auch sozusagen eingesehen hat, dass eine Öffnung der Schulen nach dem 11.01. nicht möglich ist, kein Normalbetrieb. Sie haben jetzt drei Stufen, einen Stufenplan vorgestellt. Die erste Stufe sozusagen voller Präsenzunterricht bei niedrigerem Inzidenzgeschehen, die zweite Stufe Wechselbetrieb, die dritte Stufe Distanzlernen. Aber was fehlt an diesem Stufenplan ist, wann denn welche Stufe greift, also welches Infektionsgeschehen vorliegen muss, damit eine Stufe dann auch wirklich ein Unterrichtsmodell durchgezogen wird. Das fehlt und deswegen sind wir auch nicht viel schlauer als gestern. Das heißt, Sie würden erwarten, Herr Meidinger, dass es spätestens morgen einheitliche Inzidenzwerte gibt oder Vorgaben gibt aus Berlin von der Konferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, damit dann abgestuft in dem Sinne, den Sie angedeutet haben, gehandelt werden kann? Also das wäre natürlich unsere große Forderung. Würde übrigens auch mehr Berechenbarkeit und Verlässlichkeit wieder in den Schulbetrieb bringen, weil wir dann wüssten, bei steigenden oder fallenden Infektionszahlen, welches Szenario denn dann wieder auf die jeweiligen Schulen zukommt. Jetzt ist ja eine große Unsicherheit da. Ich fürchte allerdings, dass morgen im Endeffekt rauskommt, dass doch jedes Bundesland dann wieder seinen eigenen Weg geht. Und das ist, glaube ich, eine schlechte Lösung. Ja gut, das werden wir dann morgen erfahren, nach dem Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten. Herr Meidinger, etwas grundsätzlicher gefragt, was muss denn aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Lehrer geschehen, damit die Abschlussjahrgänge des Jahres 2021 nicht den Stempel dieses Corona-Jahres ins Zeugnis bekommen? Also anders gefragt, damit der Abschluss nicht entwertet wird? Ja, also in der Tat müssen wir jetzt einen besonderen Blick richten auf die Abschlussjahrgänge, die ja im Gegensatz zum letzten Jahr doppelt betroffen sind. Sie waren im vorigen Jahr schon betroffen durch den Lockdown, jetzt wieder, diesmal erheblich früher vor den Abschlussprüfungen als letztes Jahr. Einerseits ist es sicher richtig, dass man jetzt schaut, kann man auf Prüfungsstoff verzichten, kann man eventuell auch Lehrplaninhalte aus dem Lehrplan entnehmen. Auf der anderen Seite wollen wir nicht haben, dass da ein Abschluss zweiter Klasse draus wird. Und deswegen sind wir auch dafür, dass Abschlussklassen, wenn wieder Präsenz möglich ist, zusammen mit den jüngeren Schülern vorrangig an die Schulen zurückgeholt werden. Ich vermute mal, dass das, was das Schulgeschehen angeht, bis zum Sommer, mindestens bis zum Sommer, sehr volatil sein wird. Sprich, die Lehrer, die Schüler und auch die Eltern müssen sich flexibel verhalten, je nach Infektionsgeschehen. Sind die Lehrer dazu mittlerweile in der Lage? Ich gehe mal von aus, bereit sind sie sowieso. Aber sind sie denn mittlerweile auch dazu in der Lage, zu dieser Flexibilität? Ja, ich glaube, das ist auch im ersten Lockdown schon deutlich geworden, wie viel Kreativität, gab es ja einen richtigen Digitalisierungsschub an den Schulen, passiert ist. Ich glaube, alle haben gespürt, wie ernst die Lage ist. Lehrer müssen sich mehr engagieren, das tun sie auch. Wechselbetrieb ist ja eine hohe Herausforderung, Präsenzunterricht und Distanzlernen gleichzeitig zu organisieren. Ich glaube, auch die Schüler müssen mehr Verantwortung für den Lernprozess übernehmen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass alles in Häppchen präsentiert wird. Und die Eltern sind gefordert, leider wieder. Das heißt, sie müssen auch sehen, dass der Tagesablauf ihrer Kinder und Jugendlichen so reguliert ist, dass auch wieder Zeitfenster für Distanzlernen darin vorgesehen sind. Herr Meidinger, vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Abend nach Bayern.